Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie hier heute so zahlreich erschienen sind. Es ist die Pressekonferenz und das Bürgergespräch, der Austausch zum Beginn unserer zweitägigen Konferenz in Dresden und in Bautzen, in Budischin, zu unserem europäischen Projekt Lusatia Glau, European Minorities Network, das heißt ein europäisches Minderheitennetzwerk, über Europa erstreckt. Ich bin froh, dass ich hier zusammen mit mir unsere internationalen Partner begrüßen darf im Präsidium. Zu meiner Linken, unsere Partnerin und meine Kollegin aus der Tschechischen Republik, Frau Dr. BEDNAŘÍKOVÁ aus Olomouc von der Palacki-Universität. Zu meiner Rechten, Marta Barandi, die Präsidentin von Promote Ukraine aus Brüssel, einer ukrainischen Nichtregierungsorganisation. Zu meinen Rechten wiederum, Herr Dr. KLUGE, einer der Gründer und Mitglied des SERBSKI SEJM, der direkt gewählten serbischen Volksvertretung in der Lausitz, der Sorben und Wenden. Und schließlich Marek Helkowski aus Polen, unser Partner von der Lausitzer Allianz aus Wrocław, der extra zu uns kam. Und schließlich auch zu meiner Linken, meine Kollegin und Assistentin Frau Julie Verhülst von SLAVONIC Europe aus Brüssel. Meine Damen und Herren, Lusatia Glau ist ein europäisches Projekt, welches hier in Sachsen, in Lausitz, ihren Ursprung und ihren Anfang nimmt. Und deswegen sind wir heute da. Lusatia Glau heißt Lausitzer Leuchten, Lausitzer Strahlen, Ausstrahlen. Und das Lausitzer Dreiländereck zwischen Deutschland, der Tschechischen Republik und Polen ist ein Modell, ein Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa, wie es in Zukunft funktionieren und gehen kann. Es ist ein innovativer neuer Ansatz, weil wir hier nämlich die europäische Integration umkehren wollen. Wir wollen aus dem Landesinneren auf den Hauptstädten hin an die Grenzen, hin an die Schnittstellen der Europäischen Union, da wo eigentlich die Integration beginnen muss, wo sie natürlicherweise ist, weil dort eben Grenzen sind, nach wie vor. Und logischerweise muss man dort anfangen. Das ist natürlich ein theoretischer Ansatz. Und da muss man, kann man sich fragen, wie, warum und wie kann das funktionieren? Unser Ansatz ist eben auch darin innovativ und neu, weil wir etwas hervorheben und etwas zu einem Axiom machen, was früher nie zu einem Axiom gemacht worden ist. Und das ist die besondere Funktion und die Aktivierung der grenzüberschreitenden Minderheiten und indigenen Völker, die an vielen Orten und an vielen Schnittstellen Europa leben. Das ist ihre Heimat. Hier bei uns, wo wir uns heute befinden, in Sachsen, in der Lausitz, sind das die Lausitzer Sorben und Wenden, die seit über 1500 Jahren an dem Dreieck zwischen Deutschland, der Tschechischen Republik und Polen leben. Sie sind in diesem Sinne im 21. Jahrhundert im Bereich der europäischen Integration, der Europäischen Union, sie sind der neue Spieler, das neue Element, die Synapse, die dazu führen kann, dass auf eine natürliche Art und Weise Brücken gebaut werden können und Verbindungen gebaut werden können zwischen den Staaten und zwischen den Ländern. Weil, wie also am Beispiel der Lausitzer Sorben und Wenden sehr schön gesehen werden kann, ist hier ein Volk, welches seit alters her an diesem Triangel, an diesem Dreiländereck lebt, welches die Sprache spricht, die man sowohl diesseits wie jenseits der Grenze gut verstehen kann, welches sich zu Hause fühlt, eine natürliche Hingabe und ein natürliches Gefühl hat und ein Verständnis für das Land, wo es lebt, und welches keine Berührungsängste hat, mit den Nachbarn in Kontakt zu treten. Es ist also kein abstrakter Spieler, es ist keine abstrakte Größe, sondern es ist etwas Wirkliches, das einerseits verwurzelt ist in dem Dreieck und andererseits aber eine besondere Hingabe auch, hat an ein internationales Gefüge. Weil wer sonst
kann eigentlich mehr Verständnis haben für Demokratie, für Selbstbestimmung, aber eben auch für Kontakt für den anderen jenseits der Grenze, als die indigenen Völker und die Minderheiten, die so oft die Nachteile ihrer Situation als eben Minderheit erfahren mussten. Das ist, es ist eine natürliche Hingabe hier an die europäische Integration und an die Demokratie, die man nicht immer automatisch im Landesinneren überhaupt überall so finden kann. Es ist ein natürlicher Prozess hier. Und es ist unser Ansatz, dass wir zusammen mit unseren Partnern aus der Lausitz, die Lausitzer Sorben und Wenden, ein neues Kapitel der europäischen Integration eröffnen wollen. Denn das, was wir hier in der Lausitz mit den Lausitzer Sorben und Wenden auf der deutschen, der tschechischen und der polnischen Seite antreffen, das kann man nämlich an sehr, sehr vielen Ecken in Europa antreffen. Das ist keine Ausnahme. Es gibt Dutzende von solchen grenzüberschreitenden Sprachminderheiten und indigenen Völkern, vom Schwarzen Meer bis zum Atlantik. Und das ist das, was wir im Rahmen unserer Konferenz Lusatia Glow, europäisches Minderheitennetzwerk, auch an diesen zwei Tagen, heute und morgen, in Dresden und in Bautzen, in Budischin, zeigen und darstellen wollen. Es kommen also Partner und sind schon gekommen aus Polen, aus der Tschechischen Republik, aus Belgien. Wir erwarten Karl-Heinz Lamberts, der heute Abend kommt, aus Ostbelgien, aus Eupen, der ehemalige Ministerpräsident und aktuell der Präsident des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien und ehemalige Präsident auch des Ausschusses der Region der Europäischen Union in Brüssel. Er wird zu uns sprechen heute und auch morgen in Bautzen. Wir haben dann auch zugeschaltet Partner aus dem Südosten Europas, aus dem Dreiländereck zwischen Bulgarien, Nordmazedonien und Serbien. Ein besonders aktuelles Thema. Wir sind sehr froh, dass wir diese Partner haben. Nordmazedonier, Bulgaren und Serben, die miteinander aufgrund des Torlax-Dialekts auf eine völlig natürliche Art und Weise verkehren und einander verstehen. Wir haben strategische Partner in der slowenisch-österreichisch-italienischen Grenze, vertreten durch Loise Wieser, der auch uns heute eine Grußbotschaft dazu kommen lassen aus Klagenfurt. Wir haben Freunde und Partner im östlichen Teil der Tschechischen Republik, an der Grenze zur Slowakei und Polen. Das sind die Beskiden, Beskids Glow, Beskids Leuchten. Unsere Freunde aus der Tschechischen Republik, Slowakei und Polen sind auch schon angekommen heute. Und wir werden auch zugeschaltet bekommen, unsere Partner aus Galizien, das ist La Coruña, Pontevedra, Spanien und Portugal, das ist der Atlantik, Atlantic Glow. Also wie Sie sehen, wir haben mehrere Glows, mehrere Ausstrahlungen und mehr, vielfaches Ausstrahlen. Und es werden eigentlich immer mehr. Wir werden auch morgen dazu geschaltet haben, Freunde und Partner aus der Vojvodina, das ist Nordserbien, Novi Sad. Das ist also das Dreiländereck des Banats zwischen Serbien, Rumänien, Ungarn und eigentlich ein Vierländereck und Kroatien. Und die Stanka Parac, die dabei sein wird morgen. Und wir haben unsere Freunde aus der Ukraine da, eine Minorität, grenzüberschreitende Sprachminderheit, sui generis, wie wir sagen. Denn aus gegebenem Anlass haben wir in Mittel- und Ost- und Westeuropa immer mehr ukrainische Freunde, die leider, muss man sagen, gezwungen waren, zu uns zu kommen. Wir sind froh, dass wir zusammen sind, aber es ist alles andere als natürlich. Es ist genau das, was wir uns nicht gewünscht haben, das passiert. Es ist aber auch eine Situation, die ermöglicht, wieder neue Brücken zu schaffen. Denn wir sehen hier eine Möglichkeit, zwischen West- und Osteuropa besondere Brücken zu schaffen, auch dank unserer ukrainischen Freunde, die ein besonderes Verständnis haben dafür, was in Osteuropa passiert. Und aufgrund ihrer vielfachen sprachlichen Überlappungen, gerade in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Polen, Ukraine und der Slowakei, Ukraine und Rumänien und Ungarn, ist die Ukraine für uns auch und gerade auch für die Zukunft ein strategischer Partner und aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Player, ein internationaler Player,
der in Europa eine neue Rolle einnehmen kann und einnehmen sollte. Meine Damen und Herren, das ist der Rahmen dessen, was wir mit unserem Projekt vorhaben. Wir möchten mit unserem Projekt nächstes Jahr 2023 starten. Wir haben die Unterstützung auch der europäischen Institutionen, die uns auch vielfach Grußbotschaften zugesagt haben. Wir sind dabei, am europäischen Programm Creative Europe teilzunehmen und das über mehrere Jahre hinweg, wie wir hoffen. Und auf diese Art und Weise wollen wir ein Netzwerk schaffen, einer Integration Europas von unten nach oben und von den Grenzen ins Landesinnere. Denn das Besondere dieser ganzen Glows ist nicht nur die lokale und die regionale Wirkung, das Besondere ist auch das Ausstrahlen tief ins Landesinnere und über die Grenzen der Länder auch hinaus. Das heißt zum Beispiel im Falle unserer Partner in der Lausitz, der Lausitzer Sorben und Wenden, wird das dann auch eine Botschaftermission, die sie haben zwischen Prag, Warschau und Berlin. Das Gleiche wäre dann auf dem Balkan zwischen Sofia, Skopje und Beograd zum Beispiel und so weiter. Das ist auch das, was wir als Chance sehen, dass die grenzüberschreitenden Sprachminderheiten als natürliche Botschafter besonders europäisch verankert sind, verwurzelt sind und an die Idee der europäischen Einigung glauben. Ich würde jetzt ganz gerne das Wort meiner Kollegin aus der Tschechischen Republik, der Frau BEDNAŘÍKOVÁ, geben, die auf Englisch, she will speak in English, some comments, will make some comments on the situation in the Czech Republic, on the Lusatian Association and Lusatian Alliance of Czech Republic in Olomouc. And so, Božena, you have the floor. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe Deutsch gelernt, wenn ich eine Studentin war, nicht fern von hier in Halle, wo ich zwei Monate in einer deutschen Familie war, aber ich werde Englisch sprechen, Entschuldigung. So, you may have asked, why was the Civil Society Lusatian Alliance in the Czech Republic founded? The reason is quite obvious. The main impulse is communication with the past, communication with what is, and communication with the future. And communication and its main instrument, that is language, is at the very heart of the current Lusatia GLOW project and the EMNet project, it means European Minorities Network project. Language is not only the main instrument of communication, it's also carrier of culture, carrier of mentality, collective memory and togetherness. And it's a focal point of our identity. You may remember from your school years, that from the lessons of geography, that Europe is the second smallest continent, but it has the greatest density of state borders. And the state borders are very often associated with cross-border language minorities, as already was said during a speech of President David CHMELÍK. Most of those minorities are located in Central and Eastern Europe, so they may play a decisive role in European integration process. Lusatian Alliance, for me personally, has three important meanings. First, it's a real organization created as an identity cooperating with SERBSKI SEJM and mandated by SERBSKI SEJM. It is not a traditional historical organization which would just introduce the history and culture of Lusatian Serbs, but it's a living organization, an organization that really lives today. And it is no coincidence that its headquarters is located in the
open-air museum called Žijící muzeum in Czech. It means living open-air museum. And one of the main events organized by this open-air museum in Jindřichovice pod Smrkem is a festival called Žijící srdce in Czech. It means living heart. So I stress the word living and life. The second meaning is eponymum. It's a Latin term meaning a proper name which states for naming the whole project, as David Chmelík already said. And the third meaning, it's again obvious, it's a symbol for us and it's a model for the whole project called Lusatia Glow. So thank you for your attention. Božena, thank you very much. Now I would like to give the floor to Dr. Andreas KLUGE, the founding member and deputy of the SERBSKI SEJM from Nebešvic, Nebjačici. Mr. KLUGE, you have the floor. Yeah, thank you very much. So yeah, I think I'm also going to speak in English, if you permit to also address really the scope of the Lusatia Glow project. The Lusatia Glow project should be perceived as a brand name and as a model. It's not meant to be particularly restricted to the Lusatians, as already transpires by the number of international partners we have, starting from the Ukrainian, which are, as we say, a new minority, unfortunately, but still inspiring and enriching for the entirety of Europe. But we have seen the situation of minorities, which is a term which we like to overcome, really. I personally prefer to speak about regional cultures because the connotation of minority, which is admittedly the EU speech, that's why we also use it here, but regional cultures really is more appropriate in that it is really reflecting that cultures have a lesser reach than the national cultures, the bigger ones, but still they're they are part of European history. So the cultural diversity in Europe is a particular differentiates EU Europe from other large transnational organizations in the world, whether it is the United States or other big transnational agglomerations, in that the European treaty respects explicitly the cultural diversity in Europe, and we are not a melting pot in Europe. And as such, the regional cultures reflect truly European tradition. And as already stated, the local and regional cultures which do not form part of the national states typically are existing mainly in the civil society. So the national states typically do, in many situations, do not support to a very high extent the existence of the regional cultures. Think, for instance, of German in France. This has been virtually extinguished in two generations. So France, in this respect, although being a very European country, is not a country which really has a very high appreciation for the regional cultures being present in the state of France. On the other hand, we are struggling in Europe to keep European cohesion or to improve European cohesion and to form a civil society which goes beyond the national societies of the single countries in order to create a bigger whole which is more than the sum of its parts. So this is the European vision which was born after the Second World War, as you all know. So any border crossing language minority or language continuum is essentially a leftover from European history, and as such
these people living in the border regions, very much in contrast to often the people in the capitals who determine the politics, they are interested not to live in a border region, but in contrast really make borders vanish. And in this respect, the populations living in border regions, which also Saxony in this regard is a border region, have a high interest to overcome this traditional order of national states, which often, depending on the elections we are having, can end up in being very very adverse to the interests of the regional cultures. So the regional cultures being not forming part of the national culture are often located and only supported by the civil society. As such, the civil society is very present lives very strongly in the regional cultures, and we have in the European Union about 50 million people out of the population. That's figures before the Brexit, I must say. Do actually master regional cultures, that is a different language than the national language. Since these people are not only fluent and using different cultures in every day, they are also mentality-wise are typically more open to understand different ways of thinking and can as such be the ideal bridge builders between different cultures and different countries. To this end, I think in particular the Sorbian population is an example. Since we unify the Slavic, Slavonic mentality and have competence also, of course, in the Germanic way of thinking, because language is not only a way of communication, it's also a way of thinking. So having these bridge-building abilities inside a country, it should be in the interest of the country and also in the interest of the European Union to strengthen, use, and develop these competences rather than trying to extinguish these existing regional cultures, as is unfortunately to the present day the practice in many countries. Think of France, think of Germany, for instance, which of course does not like to hear that. But the valuation of the regional cultures as tools to deepen a democracy, to deepen intercultural understanding, and to deepen the European Union, which is one of the most inspiring political projects in the world. That is the aim of the Lusatia Glow initiative. So please understand that Lusatia Glow is a model to draw the attention of the world to the value of regional cultures, and as such has the intention and the ambition to be a paradigm shift, the way it's generally looked at regional cultures as being leftovers. You know, people, especially the Sorbs, are restricted to having odd clothes and doing Easter riding as main professional identity creating feature, but this is not the case. Regional culture people, and that is why the SERBSKI SEJM, which I represent, was founded, are people who want really, who have to give their local countries and also to Europe intellectual power, capacity, and ways to really level out conflicts and to help to build a stronger Europe. And that is the message which we would like to send from this conference. I think the participation from really leading European politicians, including Karl-Heinz Lamberts, we have mentioned, we have really the president of the EVP, which is the European People's Party, will adorn our conference tomorrow in Bautzen with his greetings. As up to, I think, Frau von der Leyen also sent good luck. So it's really a very ambitious and also so far very important initiative to change the view of the societies in Saxony, in Germany, and in Europe, how we are looking at regional cultures. We should defend them for the sake of Europe. We should not let the nationalist
view which prevails in conflicts like we have here, why we have the Ukrainian guests here. We have similar experiences like the Brexit, which is also now creating these problems at the North Irish border, where they have not been able to level out the trends or the national problems. So that is what we would like to systematically develop, these competences. And this also entails, of course, the support, the appreciation, and also the funding, let's name it, of education in these languages to defend the richness of European culture and these competences, which create our identity, which makes Europe the main destiny for refugees all over the world. Dr. Kluge, thanks a lot for your statement. And now I would like to give the floor to Marta Barandi from Promote Ukraine from Brussels. Marta, you have the floor. Thank you. Thank you, David, for inviting Promote Ukraine to the conference, for giving floor to Ukrainian activists. I represent civil society organization Promote Ukraine. Not only represent, I founded it, I am chairing it, but we have here a team of Promote Ukraine. I have four people with me, and one person is coming in the evening, so tomorrow we also will be speaking. I founded the organization in 2014 when Russia occupied Crimea and when Russia started war on Donbas, because I felt it was necessary to voice the concern of Ukrainian civil society from the ground, Ukrainian NGOs, activists in Brussels. So the policymakers and decision makers had to know what people think about Ukrainian sovereignty, about Ukrainian territorial integrity, about nationalism. I will address this issue at the end of my speech. So Ukrainian civil society is now represented in many European countries, and activists of the organizations like Promote Ukraine do everything possible and impossible to win the war that Russia started on us and to integrate Ukraine in the EU. And we are very grateful to European countries, including Germany, for supporting Ukraine's candidacy status in the European Union. We didn't expect that it would go that fast, and we are really grateful that European Council took this decision to grant the status, candidacy status to Ukraine in the EU. Now to Promote Ukraine. As I mentioned, I started the organization in 2014 to voice the concerns of Ukrainian civil society. And for 8 years, we were vocal on not appeasing Russian imperialistic ambitions and Putin's imperialistic ambitions. We believed that appeasing the imperialistic ambitions would escalate the war. And we see it happened. 8 years, a lot of conferences, a lot of events, charity events, manifestations, publications. And despite our efforts, we were not heard. Our voice was probably not loud enough because all the European countries tried to appease Putin. So now, 8 years on, we published a journal, Brussels Ukraine Review. I have here with me several copies, and Vasil, our team member, has, I think, around 8 copies. If you would like to read the printed version, you can come to Vasil after the press conference. Otherwise, you can find the journal on promoteukraine.org in the online version. So we published the journal in 2019, and then in December 2021, the latest edition before the war was actually the anticipation of the war that was coming. It was called Curb the Attack. In that edition, we wrote about filtration camps that were coming, and we wrote about the mass graves that Russia planned, because Russia published a law on mass graves in September 2021, and we asked ourselves, why that? Why would Russia publish, why would Putin publish that law in peace times? This was written, mass graves in peace and war times. So yeah, in 2021, the journal out, and we spread the journal among the politicians, among decision makers, to let them know that New Year and Christmas may not be that peaceful. But New Year and Christmas went well. What was not well is when Olympic Games finished in China.
And then Russia started full-scale attack on Ukraine. 24 February 2022, I saw a lot of messages from activists on the ground. We felt that we anticipated the refugee flow because of the attack that Russia started at 5 o'clock in the morning. And we gathered with activists online through Messenger, through Twitter, through Instagram, through Telegram, whatever possible social networks. And then we realized that we are too many to keep on doing everything online. So we asked European institutions, including European Parliament and European Economic Social Committee, for the offices. And we were kindly granted the offices by the President of the European Parliament, Roberta Metsola, in Station Europe, which is central building of the European Parliament. And we were granted the offices by the European Economic and Social Committee, by Krista Schwenk, the President of the European Economic Social Committee. And we are working, our team is now huge and is working from that offices to make sure that the voice of Ukrainian civil society is heard in Brussels and beyond. Now, we have more than 100 part-time volunteers. We have around 50 full-time volunteers at Promote Ukraine. It's a volunteer organization mainly. It's pro bono. It means that we do everything on pro bono basis. Our team is high skilled, high talented. The people work for different European institutions, international organizations, NGOs, and they spend their spare times, the free time they spend with Promote Ukraine. Almost all volunteers of Promote Ukraine speak two and more languages, definitely English and some. So it's really very high talented team that spends its efforts to defend Ukrainian interests in the European Union. We have at Promote Ukraine 10 departments. I will mention the most important departments, and the most important is of course advocacy team. We advocate for heavy weapons for Ukraine, so Ukraine can defend itself. We hope that we will be heard, unlike we were not heard for the 8 years that we are asking not to appease Russia. So now we ask for heavy weapons, and as soon as possible, and the right weapons, so Ukraine can defend itself, and it can defend Europe and the whole world from the hunger that Russia is planning on the whole world by blocking the Black Sea ports and not letting the grain, Ukrainian grain, go to the countries that really need that grain and really need that food. We advocated for the candidacy status. We organized a 1,000 people human chain near the European Commission to show the to symbolize the solidarity with Ukraine, that Europeans stand with Ukraine, and we advocate also for again for unblocking the Black Sea ports, but also for crashing Russian economy, for sanctions, full oil and gas embargo. On our advocacy team, we have more than 10 people. Those 10 people had more than 50 meetings with the politicians, with decision makers, and diplomats in Brussels. We met around 15 ambassadors of different European countries to European Union. Another department, a huge department, and I already mentioned one activity of this department is demonstrations and manifestations. So one of the biggest manifestations happened when we encircled the Parlement, the main building of the European Commission, with 1,000 people. But we also organized a march with 8,000 people in the beginning of the full-scale attack. It was in March, I believe 6th of March. We organized a march on the 8th of May, the Europe Day for Ukraine. We also keep on organizing different events where we gather more than 1,000, 2,000 people. But to date, we organized more than 60 manifestations, including the boycott Lukoil. We are boycotting Lukoil. I don't know whether you know what's Lukoil. It's a Russian oil and gas station in Belgium, and the new edition of our journal we dedicated to delocalization of Belgium. So we are asking Belgium to step in and help close the Lukoil stations in Belgium, to actually not let Belgians pay for Russian war on Ukraine, because when Belgians
are putting fuel in their cars from local stations, they are paying for Ukrainian deaths. That is our message, and we believe that our advocacy team is doing a good job in making sure that message spreads around, because almost every week we have requests from media to participate so that they can come and make videos news out of our manifestations. We were also on Euronews and I believe on the big Belgian channels. Another department, very important department that we have, is humanitarian aid. And again, I mentioned Vasil, he's here. He's our lead of a humanitarian and military aid department. What does it mean, military aid? We don't send weapons to Ukraine, but we send protective equipment. We help our defenders defend themselves, the bulletproof vests, helmets. We also send cars to evacuate civilian population from the dangerous places. We send medical kits of NATO standards and many different things that help Ukraine to win the war, to defend themselves, to defend itself and win the war. To date, we collected more than 153,000 euro, and we spent this money for all this protective equipment and for the cars. We have also here Luba, who will be speaking tomorrow and giving presentation on our support to refugees. Luba is responsible for the refugee department. She helps to support the warehouse where we feed around 200 people daily. Sometimes it's 200 to 800 people daily. It's Ukrainians who arrived to Belgium and who wait for the allocations, the social assistance for 3 months. So while they are waiting, they do not have support, and we are making sure that they have something from the warehouse. So we receive in-kind donations, but in summer I believe that these in-kind donations became less because people went for holidays and do not donate that much anymore. Yet we are speaking up and we are asking every time people to donate in kind or in money so that we can help keep helping the Ukrainian refugees to get food, clothes and hygiene things, because the queues are not getting smaller. Another thing that Luba does a lot of things. We have cultural center, Ukrainian cultural center of Promote Ukraine, where there are art therapy, dance therapy, psychological support to Ukrainians. There are language courses. Luba also helped start the business incubator, and so much more. She will speak about it tomorrow. Fundraising, of course, to help all our streams, our directions, we have fundraising possibility. I mean, possibilities. We are asking people to fundraise, to give money to us through Facebook, but also through charity events. We organized more than 10 charity concerts and collected more than 50,000 euro in charity concerts. So, by organizing events. Otherwise, we collected altogether, as I mentioned, more than 153,000 euro for humanitarian aid. I already mentioned who are our partners in everything we do. It's the European Economic Social Committee, European Parliament, but also Partenamut. It's a Belgian medical insurance company, but it's also Microsoft. Microsoft has donated some technical support to us, but there is also Circular Brussels who donated computers and printers. We, thanks to them, were able to donate these things to refugees who have children and who need this equipment to study, to work, and to make their lives in Belgium better. So I truly believe that Ukrainians, that Promote Ukraine is just an example of what Ukrainians do nowadays. I believe that there are many Ukrainian organizations around European Union who do the same, maybe on different scale, maybe with a different way, because not in every country there are European institutions and international organizations that have that much influence and that much impact on the life of Ukraine and on the victory of Ukraine. Thank you. Marta, thanks a lot for your impressive and very significant testimony which you gave and your explanations, and which are very valuable for us since we are sitting here. And you know much better what is really happening there, your country.
Now I would like to give the floor to Marek Chełchowski. Marek is our Polish strategic partner from the Lusatian Alliance from Wrocław, from Poland. So Marek, you have the floor. Okay, my I would say following the previous speakers has told almost everything you have to know. So I just don't want to repeat all this information. I will tell you something about Poland, situation in Poland, but one question. Most of people in Europe don't know what the word same means. I remember establishing conference in Budyshin, and there was the idea to give a name SEJMiK. And I was protesting against, because in Poland SEJMiK, this is a local, very small local parliament. And same as in Litauen, same in Lausitz, das ist schon der richtige Name. We are the smallest minority in all these countries, and the smallest in minority in Poland. But the majority that has a huge number of monuments and historical territory of Lusatia. Polish archives contains thousands of documents, which has a great historical importance, and we just want to help to consolidate all this information, consolidate all these institutions. We have a lot of small organizations which has a name Lusatian, but they are the Poles to Łużyckie Towarzystwo Turystyczne, Lusatian Touristic Organization. It means the Poles also living in Lusatian part of Poland are identifying themselves with Lusatia, which is extremely beautiful. I must say the following. Poland was always a country where the Poles were very tolerant for minorities. Except the time under communism, because even from 1945 to 47 in Wrocław and in Katowice, Upper Lusatian and Lower Lusatian languages were taught in school, in university. But I think 49, because of work of East German communists, Polish security police has closed all these local institutions. Now, okay, this, anyway, but what I want to say, Lusatians are the element that unites Europe, European Union for culture, tradition and language. Our main goal is to make Polish society information who Lusatian were and who Lusatian are, because our minority is, believe me, extremely small. I work, and my companies, we are working on the subjects to catch the people, and bring to our organization. But after the war, the Lusatians, which were living in Poland, these were not stupid people. They didn't want to live under Russian occupation. Yeah, and they knew what is it was better in communistic Germany as in communistic Poland under Soviet control in the first five to ten years after the war. And I will say, my goal is to say to the Poles, to show the people there who Sorbs and Wends are, because these are two nations, two languages. We say it's one, this is not one. Yeah. In German, it's in East German time, authorities have tried to push it together, and today there is a big problem with in Lower Lusatia, not a lot of people are speaking this language. And I sometimes we are kidding that somebody
we'll have to switch off the light, yeah, in one generation, if nothing will be done. But in Poland, what we try to do, we start to do, is start to organize some courses, exchange with, even without the program, what we are talking about right now, because it is very important that that people in my country, they understand what we are talking about. And there is no nationalism until Lusatia exists, something like doesn't exist in Poland. And so we are also cooperating with Ukrainians which came to Poland during the war. There was no discussion, there was no any problems. Right now they are coming back partially, not all, but some of them are coming back. And I just want to, our goal is to bring subject of Lusatians on the top. So I don't want to hear about agriculture problems and so on. I just want to hear also in Polish TV news problems of Lusatians, yeah? And about Ukrainians, I hear mornings and evenings all the time. So, and I make it with a pleasure. Yeah. So I think that's everything what I can tell you, because everything was told, and I was just put some salt on the Okay, thank you, Markus. Thanks a lot. As usual, the salt coming from you, it's the most valuable one. And so there you are normally at the end, because it's the top of the whole pyramid, which we are creating here with the European Minorities Network, by the way. Ich würde jetzt gerne, meine Damen und Herren, Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit dazu. Und bitte zögern Sie nicht, sich zu melden. You allow, I yes, yeah, because I see that there are not directly hands. I would like to address, as I mentioned in my speech, but I kept it till the end, address the issue of the nationalism in Ukraine. In our previous elections, I believe that there were only 2% of nationalists who that Ukrainians voted for. So I think that in Ukraine, the issue of nationalism is the smallest, probably, from whatever I know, the European countries. In Belgium, it's a bigger problem than in Ukraine. Just the thing that I needed to mention, because nationalism in Ukraine is a Russian narrative that helps lead war on Ukraine. We believe that there is no issue. There are many Russian speakers. Like, if you go to the language, there are many Russian speakers who defend Ukraine today. And Putin is actually bombing Russian speakers. This is Russian speaking cities, Odessa, Kharkiv, Donetsk, it's everything Russian speakers. And Ukrainians have no issue with the national expression of whatever minorities we have. All the rest, of course, there is sometimes something, but it's everywhere. It's not only Ukraine. But why amplifying Ukraine? Because it helps Putin to attack us. This is the attacking narrative all over media, and it helps bring Ukrainians' issue every time down and down. This is one of the things that actually did not help us in the past 8 years, that made us this, what I was talking about, the appeasement of Russia, and that Ukraine's issue was always somewhere outside. It's because you have to solve your whatever nationalist issues or some other issues. It was purely Russian narrative. And we believe that we can, in this terms also, we have a capacity to defend ourselves and say that, well, you know, Russian language has not suffered in Ukraine that much as Ukrainian language in Ukraine. Marta, thanks a lot for this special view and aspect on the nationalism. Denn das ist ja in der Tat, und das habe ich am Anfang gesagt, und damit schließe ich auch, das ist der Grund, weshalb wir hier zusammen sind. Weil wir überzeugt sind, dass man Nationalismus, Hass und auch antidemokratisches Denken und Handeln am besten dadurch bekämpfen kann und dagegen wirken kann,
wenn man die Möglichkeiten den grenzüberschreitenden Sprachminderheiten in Europa gibt, sich aktiv an ihrer länderübergreifenden und menschen- und völkerverbindenden Aktivität und ihrem Potenzial zu beteiligen und dieses auch wirklich kreativ zu nutzen. Das ist die Idee von Lusatia Glow, Lausitz zu leuchten, Lausitz zu strahlen. Das ist die Idee des europäischen Minderheitennetzwerks. Und das ist noch einmal der Grund, warum wir hier heute in der Lausitz und in Sachsen sind. Und ganz besonders heute in Dresden. Dresden, diese historische Stadt, die schon so viel auch erlebt hat, womit die europäische und auch ost- und mitteleuropäische Reformation begonnen hat, wo die Lehrer und die Mitstreiter von Jan Hus seinerzeit kamen. Diese Stadt, die im Zweiten Weltkrieg so viel erlebt hat. Diese Stadt an der Elbe, die in der Tschechischen Republik beginnt und bis an die Nordsee, bis nach Hamburg fließt. Es ist ein Symbol, Sachsen ist auch ein Symbol, Lausitz ist ein Symbol, die Sorben und Wenden sind ein Symbol und wir hoffen, dass wir durch diese Initiative andere grenzüberschreitende Sprachminderheiten und indigene Völker dazu motivieren können, über die Partner hinaus, die wir schon haben, mit uns zusammen ein großes, dichtes, weites, gesamteuropäisches Netzwerk zu schaffen, welches zur Demokratisierung Europas beiträgt, welches aber auch zur Verteidigung Europas beiträgt und welches schließlich dazu beiträgt, dass wir alle uns in diesem und auf diesem Kontinent wohlfühlen. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie heute da waren. Und hier eine Frage, bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich komme von einem kleinen grenzüberschreitenden Radioprojekt aus der Dreiländerregion, also zwischen Görlitz, Zittau, Wrocław und Liberec. Wir haben als Thema auch die Sorben, weil wir natürlich in Ostsachsen arbeiten. Mich würde mal interessieren, ich habe hier gerade vom Dreiländereck gesprochen, wie sich denn die Sorben in das Vierländereck einbringen, also wie die Beziehungen zwischen Sorben, Polen, Tschechen und Deutschen aussehen und was Lusatia Glow vielleicht da in Zukunft für Pläne hat. Vielen Dank. Herr Herrmann, vielen herzlichen Dank. Ich gebe das Wort an Herrn Dr. Kluge. Gut, wie gesagt, es sind ja drei Länder, also drei Nationalstaaten, aber vier Nationen, Sie haben völlig recht. Also das Lusatia-Projekt hat natürlich die Vision, diese länderüberschreitende Kultur der Sorben, die uns ja auch verbindet, wie gesagt, auch nicht nur emotional, sondern eben auch von der Sprache her, wir sprachen über die Sprachkontinua. Die Vision besteht, und das ist eins der Projekte, das schon nach der Wende diskutiert worden ist, auch für den Bereich Tschechien, Polen, Deutschland eine Institution zu gründen, wie das in Straßburg mit dem Arte existiert. Das ist also das Stichwort Arte Ost, eine Mehrländeranstalt, die in verschiedenen Sprachen sendet. Das wäre eine große Vision, die Sie mit Ihrem Dreiländer-Radio offensichtlich auch verfolgen. Und es ist ganz klar, dass wir mit der Lusatia Glow-Initiative natürlich auch nicht nur beteiligt werden wollen, wie Herr Schmelig sagte, sondern wir wollen natürlich auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Verteidigung dieser Kulturen, die wir hier vertreten mit dem Serbski SEJM und in anderen Regionen gibt es ähnliche Initiativen, dass die auch finanziert werden müssen und natürlich das, was wir eben leisten können für die europäische Kohäsion, auch eben sich ausdrücken muss, nicht in Volkstanzfestivals, sondern eben in alltagskulturtauglicher, auch in der Medienversorgung, die im Augenblick ja überhaupt nicht stattfindet, gerade für die Sorbischen. Also Arte Ost ist ein Thema, was auch nach der Wende schon diskutiert worden ist. Das hat damals sogar Herr Biedenkopf, glaube ich, selber noch ins Gespräch gebracht. Und die Diskussion flammen immer wieder auf, aber wenn sich keiner dahinter klemmt und sagt, das ist, was wir wollen, dann passiert eben auch nichts und dann sind die Prioritäten andere und die Aufgabe des Serbski SEJM ist das, als demokratisch gewählte Vertretung eine Willensbildung herbeizuführen und dann eben auch in systematischer Weise dort bei politischen Stellen diese Themen zu thematisieren. Sie wissen, dass der Serbski SEJM nach wie vor sozusagen versuchsweise marginalisiert wird, aber es ist schon wesentlich besser. Also die europäische Anerkennung, die wir hier erfahren, auch durch die
von den europäischen Institutionen hat deutlich dazu geführt, dass die Wahrnehmung also auch der demokratischen Bewegung der Sorben auf politischer Ebene doch deutlich sich verbessert hat. Und das werden wir dazu nutzen, natürlich einerseits eine bessere Radio- und Fernsehversorgung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzufordern. Das tun wir auch schon. Und andererseits eben so eine Vision, ein Arte Ost. Beantwortet das die Frage als Projekt? Jetzt frage ich doch nochmal nach. Ja. Arte Ost ist ja gescheitert, wenn ich es mal so sagen darf, vor ein paar Jahren. Hat sich nicht durchsetzen können. Gibt es da jetzt neue Ansätze? Also da war ja auch der Landtagsabgeordnete Baumann-Haske unterwegs. Aber im Moment... Genau, also das ist auch einer der stärksten Rechtsberater, auch das Serbski SEJM. Mit dem sind wir nach wie vor in Kontakt. Und wir bleiben an dem Thema dran. Das sind ganz dicke Bretter, das ist völlig richtig. Und solche Ideen müssen auch penetriert werden über viele Jahre und mit entsprechender, wichtiger Berichterstattung auch, zum Beispiel durch Ihr Haus, in der Öffentlichkeit Platz greifen. Und dem dient ja auch eine solche Pressekonferenz hier, diese Ideen auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu wiederholen und zu sagen, das ist eigentlich, was wir wollen. Kultur entsteht nicht oder macht sich nicht selber, sondern die muss natürlich auch entsprechend tatsächlich, der muss der Raum geboten werden. Gerade für die Sorben ist das große Thema, die sogenannten Sprachräume. Wo kann man überhaupt Sorbisch hören? Und hier in Dresden ist es nach wie vor so, dass man auf der Straße angesprochen wird, was für eine Sprache man denn benutze. Also die zweite Landessprache in Sachsen, das muss man sich vorstellen, ist also unbekannt in Sachsen. Deswegen haben wir jetzt auch unser Kontaktbüro, was heute sozusagen mit Bier und sorbischer Musik eingeweiht wird. Das ist noch im Rohbau, aber Sie sind auch herzlich eingeladen, da natürlich vorbeizukommen am Schlosspark hinten, um die Präsenz und die Kenntnis über die sorbische Kultur als existierende, lebendige Gegenwartskultur und ich muss sagen, auch als sprachliche Hochkultur, wir sind also kein Dialekt, sondern tatsächlich eine vollwertige Kultursprache und das möchten wir auch bleiben. Dafür brauchen wir natürlich auch Raum im öffentlichen, Sprachräume im öffentlichen Bereich. Sie wissen, die sorbische Rundfunkversorgung ist ja marginal und entspricht in keiner Weise dem finanziellen Beitrag, den Sorben zum Beispiel leisten in Form von Rundfunkgebühren. Vielen Dank, Herr Dr. Kluge. Herr Herrmann, ich möchte nur eine Sache hinzufügen. Arte Ost, so wie es auch in unseren Konzepten drin steht und so wie wir es schon auch letztes Jahr konzipiert haben, ist nicht nur etwas Regionales und Lokales, so wie Sie das vielleicht vorstellen, sondern Arte Ost im Sinne von Lusatia Glow und des Europäischen Minderheitennetzwerks ist ein Arte, das, sagen wir mal, von Bautzen und Prag und Liberec und Klatovy, wo meine Vorfahren herkommen, in Südböhmen, bis ans Schwarze Meer führt. Arte Ost ist wirklich ein Arte Ost. Das ist nicht nur ein Dreiländer-Eck-Arte, sondern das ist wirklich etwas, was Mittel- und Osteuropa und Südosteuropa und die Ukraine bis nach Charkow führen würde. Das ist unsere Idee. Und dafür haben wir auch sehr viel Unterstützung. Wir brauchen natürlich auch finanzielle Unterstützung, weil wir wissen, auch die schönsten Ideen der Welt reichen nicht aus, ohne dass man die Mittel dafür hat. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, und das sieht man, glaube ich, auch an unserem Projekt, auch an den Partnern, die wir dabei haben, das Interesse ist sehr groß. Und es hat, muss ich sagen, auch mich persönlich sehr beeindruckt zu sehen, wie leicht es war und wie leicht es ist letztendlich, dieses Netzwerk aufzubauen. Und dazu hilft eben auch unsere slawische Gemeinsamkeit. Wir haben natürlich nicht nur slawische Partner dabei. SLAVONIC Europe, die Organisation, die ich gegründet habe mit Sitz in Brüssel, sieht sich als ein Katalysator. Es ist offen für alle. Es ist eine Initiative der Slawen, der Westslawen in dem Fall. Es ist ein Kontrapunkt zu dem, was man oft mit sogenannten Panslawismus verbindet, russischer Prägung, das ist genau das Gegenteil dessen. Es ist schließlich an die Traditionen der demokratischen Bewegungen in der Tschechoslowakei, wie sie nach 1918 gegründet wurde. Und das nehmen wir hier auf. Und Arte Ost im Sinne des 21. Jahrhunderts, des Fernsehens, aber auch allen anderen technologischen Möglichkeiten, die dazu führen, ist etwas, wie gesagt, was eine Spange, eine Klammer bilden sollte. Und daher bin ich überzeugt, dass wir es auch schaffen werden,
weil es ein sehr großer Wurf ist. Große Würfe dauern oft sehr lange oder länger als kleinere, aber dafür, und davon bin ich persönlich überzeugt, und das zeigt in unserem Projekt in gewisser Weise auch, dafür haben sie meiner Meinung nach auch größere Chancen, letztendlich zu realisiert zu werden und sich zu kristallisieren, weil sie eben einen viel weiteren Horizont beinhalten. Also das ist unsere Idee. Es gibt natürlich hier auch noch andere Ideen, die wir haben. Wir haben die Idee einer Ost-West-Universität der Europäischen Translationalen Universität Lausitz-Jan-Skala, wo wir auch schon Räumlichkeiten haben und wo wir auch schon Partner haben auf der deutschen, auf der tschechischen, auf der polnischen Seite. Es ist quasi eine Drei-Länder-Uni, die es so noch nie gab und die wir gerne auch realisieren würden. Und wir haben die Idee auch eines slawischen Jugendorchesters, welches reisen würde. Noch einmal, all diese Projekte sind nicht exklusiv, sie sind inklusiv. Sie sind zu verstehen als, von unserer Warte aus, als eine slawische Initiative, als etwas Kreatives, als ein Impuls, wo wir alle anderen gerne dazu einladen. Das heißt, noch einmal, wie jetzt der Kluge auch gesagt hat, Sie sind herzlich eingeladen, alle, meine Damen und Herren, heute Abend und jetzt schon nachmittags um 16 Uhr anfangend auf dem Schlossplatz zu unserem Open Air mit moderner sorbisch-deutscher Musik und auch polnischer und auch aus dem, genau, aus dem mährisch-slowakisch-polnischen Dreieck, der Beskiden, Beskidsglau. Und abends haben wir um 19 Uhr einen feierlichen Inaugurationsakt, wie Dr. Kluge sagte, auch unseren neuen Räumlichkeiten, die wir inaugurieren, die der SERBSKI SEJM inauguriert und wo wir als Lusatia Glow-Projekt mit dabei sein dürfen, mit klassischer Musik. Das heißt, wir decken hier sehr viel ab und das ist eben das, auch was Lusatia Glow sein wird. Es wird ein Glow sein und zwar nicht nur in einem geografischen Sinne, sondern auch in einem intellektuellen Sinne. Meine Damen und Herren, wenn keine weiteren Fragen sind und bestehen, ach, Herr Dr. Walde. Es wurde schon gesagt, dass dieses Projekt ist eine Chance, aber ich glaube auch, das ist eine Herausforderung und da habe ich so eine ketzerische Frage, ich will mal nachhaken. Und zwar, es wurde schon darüber gesprochen, es ist eine politische Veranstaltung, aber auch eine sprachliche Veranstaltung. Aber ich glaube auch, wir brauchen eine wissenschaftliche Unterfütterung. Also wir bräuchten Kulturwissenschaftler, Historiker, Politologen, Künstler vielleicht auch. Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall. Wie soll das weitergehen? Also wir haben Institute, wissenschaftliche Institute, die sowas zum Thema haben, aber die sind nicht da. Also zum Beispiel in Bautzen, das Sorbische Institut. Das wird ja immer angemahnt, es soll sich mit dieses Themas annehmen, aber es passiert da nicht viel. Also wie will man jetzt weitergehen? Wie will man diese Flanke vielleicht noch einbinden? Also wenn ich darauf antworten darf, die Wirkungsweise von Konferenzen, wissenschaftlichen Veranstaltungen oder auch politisch-wissenschaftlichen Veranstaltungen wie dieser ist natürlich, auf die öffentliche Meinung einzuwirken und intellektuelle Impulse zu gehen, die sich dann in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Diskurs festsetzen und dort weiter transportiert werden. Ich denke, unsere Arbeit als politische Institution richtet sich darauf, dass die öffentliche Meinung einerseits die öffentliche Meinung mit positiven, konstruktiven Ideen zu befüllen und andererseits konkret praktisch die Mechanismen der Europäischen Union und auch der dort verfügbaren Finanzmittel einzusetzen, um zivilgesellschaftliche Projekte, die in diese Richtung führen, zu realisieren. Ich denke, das sagt er nicht, aber Herr KLUGE war 12 Jahre also leitendes Mitglied der Europäischen Verwaltung, weiß also, wie dort gearbeitet wird und wie der Laden läuft. Insofern
Das sind schon, denke ich, Voraussetzungen, um zumindest professionell die politischen Systeme dort zu bedienen. Und das ist derzeit mangels also eigener, sage ich mal, Machtmittel, die der Serbski Sejm ja bis heute nicht hat. Wir arbeiten dran, aber das ist die Weise, wie wir operieren können. Und ich denke, Akzeptanz und vor allen Dingen intellektuelle Statur zu gewinnen und mit den Konzepten und Projekten dort durchzudringen, zumindest die im politischen Raum zu diskutieren und auch mal die Zähne zu zeigen, der Serbski Sejm bzw. sein Handlungsarm, das ist der gemeinnützige SMÜV-Verein, das ist also ein Spendenträgerverein für das sorbische Parlament, das ja eigentlich keine Rechtsform hat, hat jetzt zum Beispiel erstmalig, ist dabei derzeit eine Klage gegen die sogenannte Stiftung für das sorbische Volk anzustrengen, um dort die Verwaltungspraxis mal einer demokratischen und juristischen Prüfung zu überziehen. Das ist derzeit ein Selbstbedienungsladen für Leute, die da zur Entourage der Mitglieder gehören. Das sind öffentliche Steuergelder, die da verbraucht werden, und so geht es einfach nicht. Und in dieser Form als handelnde Subjekte, die tatsächlich diese Verwaltungspraxis einer demokratisch öffentlichen Kontrolle unterziehen, ist der Serbski Sejm als hier konkret politisch Handelnder in der Lage, auch sich zu profilieren und dort auch die Interessen der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Sie haben die wissenschaftliche Unterstützung erwähnt. Erstens, wir haben wissenschaftliche Unterstützung. Es ist ja nicht so, dass wir hier in einem luftleeren Raum operieren würden. Wir haben, wie Sie auch wissen, die Unterstützung und eine strategische Partnerschaft mit der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava. Wir haben auch eine strategische Zusammenarbeit mit der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag, die beide unser Projekt sehr interessant finden und uns auch aktiv dabei unterstützen. Wir haben natürlich Künstler dabei, und wenn Sie heute Abend kommen, werden Sie sie sehen. Wir haben einen künstlerischen Leiter, den Herrn Olivier Roberti, der eine Akademie in Belgien leitet und der unser strategischer Partner ist, mit vielen jungen, sehr talentierten europäischen Musikern, insbesondere auch ukrainischen, die heute spielen werden. Und wie gesagt, unsere Idee auch eines slawischen Jugendorchesters kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern wir haben hier Unterstützung, auch übrigens von Professor Wilfried Strehle aus Berlin, von der Karajan Akademie, ehemaliges Mitglied, Bratschist der Berliner Philharmoniker. Und wir sind in Verhandlungen mit verschiedenen anderen Persönlichkeiten in Deutschland und anderswo, was die Leitung dieses Ensembles, dieses slawischen Jugendorchesters angeht. Das heißt, Wissenschaft, Kunst, Literatur, das alles ist da, aber Sie haben völlig recht, es reicht nicht. Es ist zu wenig. Und Sie haben völlig recht auch, und das stimmt, die entscheidenden sorbisch-wendischen Akteure in diesem Bereich sind heute nicht da. Obgleich Sie das eigentlich alle wissen, weil wir Sie alle eingeladen haben. Das bedeutet, entweder man ist nicht interessiert oder man hat noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum wir hier heute das machen. Um das klar zu machen, um das noch klarer zu machen vielleicht, denen das noch nicht so klar geworden ist, was wir wollen, und wir hoffen, dass wir damit Erfolg haben werden. Ja, seit ca. 30 Jahren gibt es im Dreiländereck die Institution Euregion Neiße. Ich bin der Nebelschützer Bürgermeister, und wir haben auch sehr viele internationale Kontakte, auch bis nach Afrika, und die tschechischen Partnergemeinden und die polnischen Partnergemeinden sind uns sehr nah, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn sie den Menschen begegnen, wenn sie die Kultur begegnen, wenn sie die Sprachen begegnen, ist es genau das, was wir wollen, sind wir die Brückenbauer. Und dort wurde auch von der Politik schon vor über 30 Jahren gesagt, die Sorben dort sollen oder hier eine Vermittlungsrolle spielen und eine Besonderheit sein. Das war so mal auch eine Vision vor 30, 20 Jahren. Davon ist jetzt nicht übrig geblieben, nicht viel übrig geblieben von dieser Vision. Wie weit arbeitet man hier mit unserer Institution, die jetzt neu da ist, mit der Euregion Neiße zusammen, damit man auch europäische Mittel zusätzlich, auch, sagen wir, bündeln kann und der eine von dem anderen und gemeinsame Projekte durchführen kann. Wir sind im Zentrum des Dreiländerecks.
Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank für diese Frage. Die ist sehr pertinent und ich kann Ihnen sagen, wir sind voll dabei, mit der Region zusammenzuarbeiten, insbesondere über das tschechische Ministerium für regionale Entwicklung. Der stellvertretende Minister und erste Staatssekretär, Herr Dr. Radim Sashin, wird uns heute Abend auch eine Grußbotschaft übermitteln von der UNO aus New York. Die Tschechen sind hier sehr daran interessiert, grenzüberschreitend aktiv zu werden. Von der polnischen Seite haben wir ein ähnliches Interesse, gerade auch aus dem grenznahen Bereich. Und Sie sind ja mit das beste Beispiel dafür, dass sowas ja möglich ist und dass es diese Partner gibt. Es geht im Prinzip darum, diese Partner zu aktivieren und das in einem größeren Rahmen mit Inhalten, mit strategischen Ausrichtungen, auch langjährigen Visionen zu füllen. Wenn man das nämlich schafft, diese Aktivierung durchzuführen, dann hat man so eine Synapse, wie wir es nennen, so eine Synapse geschaffen. Und diese grenzüberschreitenden Synapsen, wie gesagt, von denen gibt es eine ganze Menge in Europa. Und das ist eben genau das, was wir machen wollen. Deswegen, Sie haben völlig recht, das ist das, was wir durchaus anstreben. Wie gesagt, Glow, strahlen, leuchten, heißt ja eben aus dem Lokalen, aus dem Regionalen rauszugehen, weit aber ins Landesinnere hinein. Aber es fängt in der Tat im Lokalen an. Und das ist eben auch das Besondere, was wir machen wollen. Wir wollen überregionalen und auch mit dem europäischen eben verbinden. Und das ist etwas, was sehr selten passiert. Auch wahrscheinlich vielleicht auch deshalb, weil man bis jetzt nicht die richtigen Akteure dafür gefunden hat. Und wir sind der Meinung, wir haben sie gefunden. Und das sind die grenzüberschreitenden Minderheiten, Regionalkulturen und indigenen Gruppen. Ich wollte noch Marco. Etwas dazu sagen, ist ein bisschen neben den ganzen Gesprächen. Meine Damen und Herren, nicht nur Polen, Tschechien, Deutschland, Sorben und Wenden. Wir haben auch unsere Minderheit in Australien und in Vereinigten Staaten in Texas. Das sind zwei feine Orte, also wir versuchen da ein bisschen... Was? Ja, okay. Also es gibt auch die Minderheit in Texas, sorbische Minderheit, sorbisch-wendische, und in Australien. Und wir versuchen da ein bisschen irgendwie Kontakte anzuknüpfen. Das sind nur ein paar hundert Leute. Aber das ist so ein bisschen auch interessant. Na? Nicht nur Dreiländereck, sondern auch weltweit. Zwar symbolisch, aber schon. Marco, vielen Dank, dass du das angesprochen hast. In der Tat, die Idee eines sorbischen Weltkongresses, so wie zum Beispiel es einen russinischen Weltkongress gibt, die haben wir durchaus... Das ist deine Idee, wir wissen das, wir haben sie aufgenommen und sie ist auch in unserem Programm drin und sie ist sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, die Sorben sind die einzigen, die mit dieser Idee kamen. Andere Nationen haben sie schon und gerade auch, wie gesagt, der russinische Weltkongress spielt eine große Rolle bei unseren russinischen Freunden und die auch eine grenzüberschreitende Sprachentität par excellence sind übrigens. Und Sie haben dadurch auch sehr viel erreicht durch diese internationale Vernetzung. Das heißt, die internationale Vernetzung ist wichtig. Und da sind wir schon wieder bei dem Glow. Wie gesagt, wir wollen nicht an den Grenzen des Lokalen, des Regionalen stehen bleiben. Und deswegen haben wir etwas gestartet, was ein Netzwerk sein soll. Noch zur Ergänzung. Also ich denke auch auf die Frage, inwieweit man mit bestehenden Institutionen kooperiert, also die Euroregion. Ich denke, wir können sagen, dass unsere aktuellen Gespräche hier zumindest auf Staatssekretärsebene im sächsischen Justizministerium doch dort die Offenheit besteht, dass die sächsischen Kontaktbüros in Breslau und Prag, glaube ich, doch jetzt doch auch zu einer formalisierten Zusammenarbeit bereit wären, zumindest nach Ansicht des Staatssekretärs. Und das ist schon durchaus ein politischer Erfolg, mit diesen bestehenden Strukturen, die teilweise wie so Goethe-Institute, wo die auch sagen, also wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Kultur hier machen, was machen wir denn mal, kommt mal einer zur Lesung. Also, da bestehen Strukturen, die darauf warten, tatsächlich genutzt zu werden und wo man das sicher mit innovativen Inhalten füllen kann. Wie gesagt, ich
möchte nochmal, also jetzt zum Ende nochmal darauf hinweisen, Lusatia Glow ist keine speziell Lausitzer Idee, sondern es geht klar darum, die Idee, die regionalen Kulturen, wie wir sie haben in Europa an vielen Stellen, und auch es gibt auch viele deutsche Regionalkulturen, ich habe die Elsässer erwähnt, denen geht es wesentlich schlechter als den Ostbelgiern, zumindest sprachlich, kulturell. Gutes Essen gibt es natürlich weiterhin. Aber das ist nicht die Idee, wie wir Europa stärken. Die Idee, Europa zu stärken, ist tatsächlich, dass wir die multikulturellen Kompetenzen in den Ländern fördern und dass wir auch die regionalen Sprachen, da wo sie benutzt werden, stärken, sprechen, erhalten und entwickeln. Und das führt ins, das ist sozusagen das, die intellektuelle Blaupause, die wir hier vertreten mit dem Lusatia Glow-Projekt, um die Regionalkulturen als sozusagen dritte Dimension der Europäischen Union, die einerseits von den Nationalstaaten, andererseits von den europäischen Eliten, Europäisches Parlament, Europäische Verwaltung sozusagen bipolar bisher gesteuert werden, um da die dritte Dimension sozusagen ein Netzwerk aus multikulturell interessierten Leuten drüber zu legen, um der Europäischen Union eine zivilgesellschaftliche, emotionale Komponente zu geben. Ich denke, die Vorteile haben wir alle verstanden. Und ja, und noch ein starkes Gerüst mit zusätzlich ukrainischem Layer oben drüber, was jetzt ganz international uns verstärkt. Das wäre die Vision. Und für diese Ideen kämpfen wir, und das wollen wir mit unserer Konferenz hier vermitteln, diskutieren mit Ihnen. Und das wäre sozusagen mein Schlusswort. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen und ja, wünschen Sie uns viel Erfolg. Und Sie können die sorbische Kultur und auch die sorbische Sprache, ja, Nikemusche, Teschras, Serbserische, Ras, Dotzorische, Kak, Serbschina, Klinci, Tak, Serbschina, Klinci, Toi, Horno, Serbschina, Mama, Delno, Serbschina, Kotoschia, Nevob, Kneju. Also, so klingt Sorbisch. Falls Sie es noch nie gehört haben, wenn Sie es nächstes Mal in der Fußgängerzone hören, müssen Sie nicht mehr fragen, und dann haben wir schon was erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag nochmal.